Alles gedacht. Ups, was ist das jetzt bitte für ein Scheißabfuck? Ja, jetzt habt ihr schön ein Gespräch mitgelesen. Finde ich toll. Puh, endlich. Wie kann man freiwillig so eine unbewegliche Rüstung tragen? Ich bin auch froh, dass die Tracht endlich ablegen zu können. Das ist nicht mein Stil. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Kommt, ruhen wir uns kurz aus. Trotzdem haben wir die gleiche Rüstungswerte gehabt wie vorher, oder nicht? Alles so ein bisschen komisch. Gut. Na los, Danton, seh zu. Lass uns gehen. Alles klar. What the hell? Wie erwartet, ein absolutes Schreckensszenario. Wir müssen so schnell es geht diesen Reaper finden. Kommt. Krasser Kack hier. Ich hab doch eigentlich hier meine Monster Agora. Die müssen eigentlich alle abhauen. Haut ab. Was ist los? Okay. Er atmet nicht mehr. Er ist wohl tot. Ups. Huch. Ah, den habe ich jetzt angreifen können. Naja, machen wir das halt einfach mal. Tanz der Blendung. Oh, schön. Siegenschnitt, Untoten den Dämonen. Ja, das sieht ziemlich danach aus. Oh ja, das klingt richtig nett. So, und du machst einen Schockfeuer auf den anderen mal. Vielleicht, ne, auch auf ihn. Blind, ja, viel besser, viel besser. Super genial. Gegner einschläfern. Ne, machen wir Blendung. Auf den anderen mal. So, dann kannst du jetzt mit deinem Segenschnitt den Typen wahrscheinlich direkt zerlegen. Alter, Helter. Alter, Falter, Alter, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Das zieht ja mal richtig mal einen ins Gesicht, Junge. Chockfeuer auf den anderen noch. Hier können wir auch noch chocken, nö. Gut, egal. Tanz der Blendung. Daneben. Ah, kann nicht richtig treffen, die Olle. Ja, Segenschnitt. Und weg mit ihm. Bam. Meine Fresse, wieso kann er so viel ab? Schockfall. Auf den anderen. Na komm. Den hätte ich gar nicht angreifen müssen eigentlich. Oder brauchen. So. Boah, weil wir gerade nicht heilen müssen, machen wir mal sowas. Jetzt ist das Ding aber auch gleich weg. Hat er sich erholt, Schwein. Oh, jetzt ist er weg. Ha. Ja, das geht wohl klar. Schockfall. Technik. Boah, leuchtende Rechtschaffenheit. Zack. Was haben wir mit ihr denn noch Kannst ja so? mal Selbstsegnung testen, zum Beispiel. Lia? Oder wer war das? Nee, das war Rika. mit Rika. Boah, wieso nicht? War erstmal Segenschnitt hier. Technik. Innere Kraft. Stimmt. Ich weiß nicht. Schockfall. So, zack, bam. Technik. Ach, mach doch mal Berserker. Und du machst Selbstsegnung. Aber was war? Kurzzeitig Verteidigungswerte halbiert, die Mentalität jedoch verdoppelt. Ah ja, okay. Das sollten wir mal testen. Ja, haben wir getestet. Irgendwie bringt uns das viel zu selten irgendwas. So, da ist der einzige. Das war einer der Dämonen, die rumstanden. Und da unten stehen auch nochmal zwei Dämonen rum. Aber ich kann mich auch eigentlich mal heilen gehen. Jederzeit mal schnell raus, heilen gehen, bla bla. Gut. Ist der jetzt eigentlich wieder da? Nö, aber die kämpfen alle fröhlich weiter. So. Da unten steht einer rum, den könnte ich noch angreifen. Und dort oben steht einer rum. Ich denke mal, den unten. Der, ist es sinnvoll, den da unten anzugreifen oder soll ich den einfach stehen lassen? Das sind halt Monsterkämpfe, die vor dir wegrennen, weil du die Monstergore anhast. Ach so. Ach so, tatsächlich. Aha. Ja, das machen wir dann jetzt mal aus, weil. Okay. Aber da oben ist der andere noch. Den will ich jetzt aber nicht mehr besiegen. Ich will ihn hier. Okay, da haben wir noch einen dritten dabei. Anderen dabei. Schattenteufel, fuck. Technik. Ich hoffe, da kann ich irgendwelche besondere Scheiße, weil der sieht irgendwie fies aus. Was war das jetzt? Geschwächt. Geschwächt auf alle. Verarschen? Direkt mal stärken. Ein Segenschnitt. Trotzdem auf ihn. Ich will den erstmal loswerden da. Oder doch lieber den anderen. Ich weiß, der wird wahrscheinlich länger brauchen zum Sterben. Das ist, ne, immer so eine Sache. Aber Berserker, wobei die gleich sterben wird, ne? Das ist vielleicht auch gar nicht so schlau gewesen. Aber vielleicht können wir ihn ja schocken. So. Und Heilquelle erstmal wieder die Marlene aus dem Reich der fast Toten rausholen und mit ihren gestärkten Segenschnitt. Du sollst doch mal das Geschwächt wegmachen, ne? Das haut beides. Ach, das ist beides.
Ich dachte, das eine hebt das andere auf. Ah, jetzt habe ich erstmal auf jeden Fall Ruhe. Dann ist der Blendung, gut, machen wir da auch noch drauf. Und du machst jetzt erstmal eine Genesungsaura. Damit sind wir den ganzen Scheiß mal los. Und jetzt ist sie nur noch gestärkt und kann jetzt mit dem Segenschnitt erstmal richtig schick Schaden machen. Wunderbar. So. Machen wir wieder einen Schockpfeil. Boah, machen wir auf den letzten hier. Ja, alle geschockt sind, ist auch gut. Hat aber nicht ganz geklappt. Kannst du Blendung. Sollte jetzt eigentlich auch guten Schaden machen. Einfach nur wegen ihrer krassen Aktion da. So. Ja, Stärk- und Feuerzauber heben sich auf, weiß ich ja schon. Dann mache ich mal Selbstsegnung. So, dann machst du mit ihm Segenschnitt und bam. Ah, einer schon mal weg. Und dann direkt den nochmal wieder schocken. Wenn wir Glück haben, hat super geklappt. Das ist wunderbar. Dann machst du trotzdem erst... falscher Zauber. Ach, scheiße. Hauptsache, Marlene überlebt das jetzt. Ja, wird sie definitiv. So, dann darfst du jetzt erst einmal heilen. Danach darfst du mal zeigen, was dein Lichtzauber jetzt so bringt. Mhm. So. Du machst wieder Segenschnitt. Das ist so relativ günstig, kann ich ewig lange machen. Und du machst dann zur Blendung einfach. Bam. Und jetzt machst du einfach mal leuchtende Rechtschaffenheit. Und kawimps, ist er weg. Wunderbar. Du kannst direkt mal Lias Konzentration zeigen gleich. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob ich das mal gleich mache. Ja, obwohl. Es wird wohl nicht mehr reichen, dass es notwendig sein würde. Gut, natürlich würde ich meine MP wieder regenerieren. Na komm, wenn sie nochmal drankommt, dann darfst du. Wenn nicht, dann hat sie Pech. Okay, du darfst. Machst du Konzentration. So, und jetzt hatte sie nämlich direkt erstmal ihre kompletten MP regeneriert. Und ja, ihre HP, HP sind jetzt verringert. Dafür hat sie unheimlich viele jetzt MPs. Ja, was machen wir mit ihr? Zaubern. Und du machst einfach nochmal einen Angriff. So, was hat denn das noch sonst für eine Auswirkung? Ja, 50% erhöht. Ja gut, aber sonst nichts weiter, ne? Blom. Aber reicht. So, gehen wir mal rein hier. Weiter. So, was ist mit dir? Aha, ihr seid also auch hier. Macht euch bereit zu sterben. Das ist doch Schwachsinn. Ich denke mal, ich sollte die nicht angreifen. So. Okay, den Kampf hatten wir schon mal. Also würde ich sagen, Schnabel. So, Leute. Wir sind zurück. Der Kampf ist vorbei und Lia hat eine neue Technik erlernt. Und zwar... Lia hat doch eine neue Technik gelernt, oder? Ja. Und was? Ach! Trümmergewitter! Trümmergewitter! Ja! Auf alle! Na, das ist nett! Das wäre auch vor allem sehr praktisch, wenn Rika das jetzt bekommen würde, auf alle. Hat sie aber nicht. Na, vielleicht kriegt sie das ja demnächst. Das wäre echt schön. Er hat mir nicht mehr. Ja, toll. Ja, toll, wie ich hier alles an möglichen Gegnern habe hier. Alle sind gegen mich. Ja, super. Ja, trotzdem, wir können uns die ja mal angucken. Vielleicht sind die ja ganz okay. So, heilen wir uns mal. Mit billigen Tränken. Ja, die sind relativ schnell leer. Naja, gut. Heiltrank. Gucken wir uns doch mal diese an hier. Ich habe mir vom Kleinen sagen lassen, dass das halt egal ist. So, was haben wir hier für einen? Technik. Na, probieren wir es mal mit Blitz. Ich weiß, dass Menschen oftmals gegen Blitze empfindlich waren. Der anscheinend nicht so. Dafür ging Feuer schon eher. Ja. Hurricane Schlitzer. War auch nicht so. Nassklinge. Gar nicht. Eispfeile. Null. Also Feuer. Belassen wir es bei Feuer. Ja, dann machen wir Schockfeuer auf dich und dann machen wir mal Heilung auf sie. So. Finsteres können wir natürlich noch probieren.
2600. Ja, am besten zieht immer noch Feuer rein. Och, und die sind auch nicht sonderlich stark, die Jungs. So, den haben wir umgebatzt. Da geht's rechts raus. Können wir uns umgucken. Huch. Hä? Okay. Gut, Schnitt. So, ich mache mal gleich wieder an, weil hier gleich Abfuck ist. Und anscheinend sind hier immer drei Plattformen. Und eine kann ich gefahrlos durchwandern und die anderen nicht. So, Leute, da sind wir wieder. 680 EP bringen die Jungs eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Boah, das sind gar nicht so viele Kämpfe, dann wären wir auch schon wieder am Steigen. Der Typ kommt dann irgendwie nicht richtig durch. Dann wird noch gekämpft. Da war falsch. Dann kommen wir jetzt mal hier oben. Auch wieder falsch. Oben ist anscheinend immer falsch. Schön. Ist vorbei mit lustig, aber da unten, da kommt der Typ hinterher. Ich rede die ganze Zeit und wundere mich, warum mich mal nicht hört. Ja, jetzt nehme ich auch wieder auf. So, Knopf gedrückt. Wir sollten ihn umlegen. Oh, das finde ich gut. Wir sollten ihn umlegen. So. Na, Digga? Gegen dich will ich jetzt irgendwie nicht kämpfen. Du bringst mir auch zu wenig. So. Willst du? Willst du mit mir kämpfen, oder was? Scheiße, okay. Na gut. Ich weiß nicht. Will ich nicht eigentlich. Ups. Flucht fehlgeschlagen. Muss ich warten. Ja! Geil! Och Leute, wenn man mal fliehen will. Nochmal fehlgeschlagen. Kann ich vielleicht jetzt mal fliehen? Hallo? Gut, dankeschön. Kleiner Tipp, du solltest auch mal zwischendurch speichern. Ja, ist richtig. Ich will jetzt erstmal wieder zurückgehen und ich habe jetzt schon was erreicht hier. So. Dem ist das egal. Scheiße. Alter, Alter, Alter. Nein. Schön da bleiben. Schön da bleiben. Gut. Puh. Ich muss mich erstmal ausruhen. Das ist schon recht hart, also wenn man die Kämpfe annimmt, okay, aber so, ich will ja schon ein paar Kämpfe machen, das ist ja nicht das Ding, aber naja, kann ich euch helfen? Ja, kannst du. Erstmal deckst du uns wieder damit ein. Die brauchen wir allerdings nicht so oft wie die hier, Dinger. Die brauchen wir viel häufiger und dringender. Ach, gib mal richtig was aus jetzt. 48, so. Damit sollten wir eigentlich ausreichend eingedeckt sein. Nehmen wir was in den 1 mit. Ist halt nicht ganz einfach. Hoffentlich entdeckt mich kein Dämon. Ich will hier nichts. Ich will hier nur verkaufen. So. Ja, ja. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Supermagietränke. Die verbrauchen wir halt hier richtig gut. Aber die können halt auch gut was ab und da braucht man halt ein bisschen Stärke. Oh. Ach, mach ich den jetzt auch einfach platt. So, haben wir den auch umgehauen. Also er hat mir gesagt, das ist Wurst, er ist ohnmächtig und wenn man ihn anspricht, ist er, atmet nicht mehr. Also die selber, wenn man selber umhaut, die sind anscheinend nur ohnmächtig. Wir sind also keine bösen Menschen, nur weil wir, So, da waren wir auf jeden Fall schon. Hier wird wieder gekämpft, da ist ein Gegner. Hat sich da in die Ecke verkrümelt. So, ich denke mal, es gibt noch mehr, Hebel zu finden. Aha. Timing, okay, kein Problem. Okay. Wie gesagt, ein paar Kämpfe würde ich annehmen, weil ich würde gerne noch ein Level steigen. Und das ist, denke ich, drinne. Das sind 1800. Das sind drei Kämpfe gegen diese Viecher und dann ist das durch. Ich will nur keinen Schaden hier nehmen. Ich bin das sonst immer, stelle mich so glatt an den Dingern. So. Oh, okay, da komme ich jetzt nicht mehr dran vorbei. Ihr Verräter werdet gleich sehen, was ihr davon habt, die Dämonen zu unterstützen. Wir unterstützen die gar nicht, du Deppiger. So. Hat sich der Typ ja einfach mitten hingelegt. Finde ich jetzt gerade nicht so günstig, wo er sich hingelegt hat, aber... Na gut. Kriegen wir auch hin. So. So. Da ist noch ein Gegner. Das war knapp. So. Oha. Flackereffekt. So.
Zwei Ultralebensfässer halten. Ja, den Typen da hinten können wir eigentlich mal umhauen. Das wäre mal wieder einer. Ja, wieso nicht? Den holen wir uns jetzt. Nichts Neues dabei, wie immer. Bis dann. So, und wir nähern uns immer noch weiter dadurch dem totalen Abfuck. Ich meine, dem nächsten Level. Und der Kleine hat gerade gemeint, ja, das ist eine gute Idee, weil du wirst dich sehr freuen. Wir sollten ihn lieber umlegen. Klar soll er umlegen. Alle Hebel umlegen. Umlegen ist immer gut. Ich mag umlegen. Also Hebel umlegen natürlich nur. Das andere ist, wenn die alle, ist ja alles schwach. So. Wow, achso, Moment, ich muss ja wieder aufpassen, dass ich nicht reinlaufe. Wie super ich aufgepasst habe, nicht reinzulaufen. Was? Alter. Ich mach's spannend. So. Technik Rika, mach mal Heilung. Blam, blam, blam. So. War unnötig ein bisschen, aber. Ah, der Typ ist wieder weg hier. Schön. Läuft wahrscheinlich wieder rum. So. Der zappelt da hinten rum. Ist hier noch was? Okay. Wir alles durchsucht haben. Da oben sieht es irgendwie gefährlich aus. So. Hier ist so eine Tube. Leer. Und hier ist noch ein Schatztruhe. Wie komme ich da ran? Das ist ja gemein. Das ist eine Schatztruhe und ich komme nicht ran. Wie gemein das einfach ist. Gemein. Naja. Lässt sich nicht ändern. Vielleicht komme ich da noch ran. Wenn nicht, dann ist mir das auch egal. Wir brauchen schon Schatztruhen. Also ich außer mir eigentlich. Also ich eigentlich immer. Was? Was soll das denn jetzt bedeuten? Wow. Wow. Was soll das? Kack, die Wand an. Was war das denn? Das war anscheinend nicht die richtige Variante, was ich da gemacht habe. Ich sag nur gern, dass du ab und zu mal speichern solltest. Ja, ja, ist ja gut. Was war das denn? Eine Sekunde? Ja, genau. Ach, Mann. Keine Ahnung, weiß nichts mit anzufangen. In einer Sekunde schaffe ich es auf jeden Fall nicht, da hochzulaufen. Auch mit... Ja. Das war lag an meinem Gamepad gerade. Und weil ich mich glatt angestellt habe. So. So viel Schaden macht es ja wenigstens nicht. Allerdings kann ich auch nicht weiterlaufen in der Zeit. Das ist ziemlich mies. Keine Ahnung, was ich da oben anfangen muss. Also vielleicht finde ich da noch einen anderen Hinweis zu. Aber eine Sekunde reicht auch mit Lichtgeschwindigkeit nicht, da durchzukommen. Von der Seite aus. Boah. Gut, was war hier? Der Eingang, genau. Da bin ich gekommen. Aha, aha, okay. Wo ich noch nicht war, war hier. Und da. Okay, sind noch zwei. Also mal alles halb so wild. Ja, hier geht's erstmal doch weiter schon. Mit wahrscheinlich mit Kraftschub.